Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von StarCraft 2 Heart of the Swarm. Wir sind hier immer noch auf dem Planeten Zerus und versuchen eben diesen Uralten hier, diesen Typen hier, versuchen wir aufzuwecken, indem wir ihm solche Quilgor-Biomasse verfüttern, die von den Urzerg verteidigt wird. Beziehungsweise die Urzerg wollen nicht, dass wir eben diesen vernichten. Und deswegen versuchen wir, diese Biomasse eben zu retten. Und hier ist es in 2 Sekunden zerstört. Unsere Drohne wird angegriffen. Wir sollten Eskorten bereitstellen, damit sie die Biomasse sicher abliefern kann. Brax' Streitkräfte haben Quilgor-Biomasse vernichtet. Deine Zerg haben kein Bewusstsein! Die Urzerg werden euch überwältigen! Ja, ja. Würde ich an deiner Stelle jetzt auch behaupten. Unsere Gruppe 1 hat leider deutlich gelitten. Deswegen machen wir gleich mal noch 3 Overlords und machen gleich nochmal eine ganze Rotte Hydralisken dazu. Und gehen mit der Gruppe 1 gleich mal wieder hier hin. Auf dass wir uns dann... Nein, euch meinte ich eigentlich nicht. Euch auch nicht. Ihr drei geht mal hier hoch. Wie der ganze Rest auch. Gruppe 1. Hierhin bitte. So, jetzt haben wir's. Dann nehmen wir euch gleich noch mit dazu zur Gruppe 1. Der Schwarm schläft nie. Und dann wollte ich eigentlich schon die ganze Zeit auch mal was ausprobieren. Und zwar einfach Zerglinge bauen bis zum Erbrechen und damit dann quasi den Rest der Karte überschwemmen. Bin mal gespannt, ob ich das jetzt hier dann machen kann. Oh, ich sehe gerade, ich kann mit dem Kriechetumor, kann ich einen weiteren Kriechetumor erschaffen. Der Schwarmklasse und unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay, gut. Die Angriffe sind ja eher halbherzig. Ah, und hier. Da müssen wir hin. Quilgor-Biomasse wird angegriffen. Ja, aber nicht mehr lange. In der Nähe. Urzerg. Aber es ist klein. Teich mit Uressenz. Mächtige Sequenzen. Erreichen, Essenz absorbieren, stärker werden. Okay, machen wir doch. Damit. So, jetzt können wir da mal die rote Zerglinge bauen. Und einfach damit dann zum Beispiel mal hier hingehen und diese Essenz da absorbieren. Aber ich nehme an, ich muss da mit Kerrigan hin. Nehme ich mal schwer an. Ja, nicht mehr lange, glaube ich. Keiner darf überleben. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mit Kerrigan hin. Aber ich könnte ja mit den Zerglingen schon mal ein bisschen weiter hier rumforschen. Und zwar könnte ich die mal hier hinschicken. Nachdem der Teich jetzt ja gesichert ist. Wer hat dich gefragt? Noch 5 Sekunden. Und dann verfolgt ihr bitte alle diese Drohne. Während ich die ganzen Zerglinge mal hier als Gruppe 2 markiere. Vielleicht einfach mal hier hochlaufe. Ah, da ist ein zweiter Teich mit so einer Uressenz. Natürlich können meine Urzerg, meine... Wir sollten Einheiten erschaffen, die fliegende Einheiten angreifen können. Wenn wir Hydralisken oder Königinnen erschaffen, können wir feindliche Lufteinheiten vernichten. Wir haben die Hälfte der Biomasse gesammelt, die zur Erweckung des Uralten nötig ist. Das ist meine Aufmerksamkeit. So, sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt die Hälfte der Biomasse gesammelt. Da unten haben wir nochmal so ein Teich entdeckt. Ich nehme an, der dritte wird dann wahrscheinlich hier oben liegen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich fühle mich stärker. Ist dies die Macht, von der Zeratul sprach?
So, ich mache nochmal ein paar Schaben und gleich nochmal ein paar Hydralisken dazu. Brax-Streitkräfte vernichten Quilgor-Biomasse. Raus damit. Nicht mehr lange. Denn... Weiter vorrücken. Ich rücke nämlich mit meiner Gruppe 1, dann nehme ich gleich mal wieder hier hin. Gruppe 2 ist ja kaum noch vorhanden eigentlich. Der Schwarm ist hungrig. Der Schwarm ist immer hungrig. Hier kommt zur Gruppe 1 dazu. Und ihr auch. Na, die Drohne, du bleibst mal hier weg. Ja. Ah, nicht das... Obwohl, Drohne, komm. Geh hin und verarbeite den Kadaver. Wer hat dich gefragt? So, ich werde dann auf jeden Fall mal mit denen hier dann mal ausgraben und dann versuchen abzuhauen. Und zwar hierhin. So, das dürfte es jetzt aber gewesen sein. Schick die Zerlinge mal hier hoch, mal gucken. Das dauert noch 20 Sekunden. Grabt euch ein. Ich höre. Lasst uns das hinter uns bringen. So, kommt, meine Schaben. Macht Brüt... sorgt mal für so ein paar Brütlinge. Der Schwarm ist hungrig. Hey! Eine Drohne wird von Brax-Streitkräften angegriffen. Kräfte werden angegriffen. Wer hat dich gefragt? Wir haben nicht viel Zeit. So, jetzt muss ich natürlich hochlaufen. Du Drohne, bleibst mal hier unten. Silber-Biomasse wird angegriffen. Ja, ich habe im Moment aber gerade keine Zeit dazu. Du Drohne, kümmere dich mal um diese Quilgor-Biomasse, bitte. So. Hoppala. Da habe ich die Drohne verloren. Gut, das können wir korrigieren. Indem ich nämlich ganz einfach eine neue baue. Kann ich eigentlich immer noch 3 Stück bauen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Du Drohne, gehst mal hier hin. So. Du hast meine Aufmerksamkeit. Sehr schön. Diese Quilgor-Biomasse kann ich wohl... Ne, in 10 Sekunden kann ich die leider nicht mehr retten. Mineralien. Aber meine Drohne müsste eigentlich gleich da sein. Fällt mir ein, kann ich die noch was entwickeln? Vernichtet es! Weitere Quilgor-Biomasse wurde vernichtet. Ihr alle lauft mal da hinten hin. Was jetzt? Und ihr folgt mal dieser Drohne, bitte, ja? Ja gut, der brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr folgen. Nichts steht dem Schwarm im Weg. Und die Drohne kam wieder hier hin und diese Gruppe räumt mal hier mir. Unten auf. So. Dann sollte ich weiterhin verhindern, dass noch mehr Biomasse zerstört wird. Ich weiß im Moment allerdings nicht, wo Brack als nächstes zuschlagen wird. Aber ich muss ja eh eigentlich die ganze Karte noch entdecken. Aus diesem Grund könnte ich eigentlich mal nochmal Schwung Zerglinge erschaffen. Und die einfach mal hier hochschicken. So, Kerrigan, hol dir mal diese Uressenz, bitte. Wir haben nicht viel Zeit. Die Urzerg greifen Quilgor-Biomasse an. Lasst uns das hinter uns. So, Kerrigan, komm schon, beeil dich. Halt. Ich höre. Weil Kerrigan braucht ja doch eine ganze Weile länger, als die Zerglinge.
Und die Zerglinge haben es geschafft? Die haben wirklich geschafft, diese Biomasse zu verteidigen? Cool. Diese Welt gehört mir. Kann ich eigentlich gleich die Drohne hinschicken? Das finde ich doch gut. Was jetzt? Dann kann ich mit Carrigan nämlich den nächsten Teich suchen gehen. Lasst uns das hinter uns bringen. Der Schwarm schläft. Schauen wir nie. Doch mal hier runter. Weiter vorrücken. Da ist eine gegnerische Schabe. Oh. Urorganismus entdeckt. Funktion ähnlich Schwarmstock. Erschafft Urzerk. Auslöschung empfohlen. Ja, löschen wir aus. Auf jeden Fall. Eine Drohne wird von Bracks Streitkräften angegriffen. Los jetzt. Ja, dann schicke ich dann einfach mal meine Mutalisken dahin. Du hast meine Aufmerksamkeit. Der Schwarmcluster wird angegriffen. Oh oh. Okay, das heißt Zerglinge. Greift sofort an. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Okay. Ja. Gut. Der Schwarmcluster ist dann für den Moment mal sicher. Aber ich brauche eine neue Drohne hier unten, um die Quilgor-Biomasse Was jetzt? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ah, okay. Hier oben ist also dann der dritte Pool. Dieser dritte Teich, zu dem ich hin muss. Sieht cool aus, oder? Wie das Ding sich da sofort bewegt. Damit. So, du Drohne, kannst du hier irgendwas tun? Zufälligerweise? Ja, sie verwertet. Der Schwarm ist hungrig. Das heißt, wisst ihr was? Ihr Zerglinge und ihr seid mal meine Gruppe 2. Seid es hier zur Verteidigung. Ich baue gleich nochmal 5 Drohnen. Und mach hier gleich nochmal Stachelkrabbler. Da einen. Und da auch noch einen. Du hast meine Aufmerksamkeit. So. Dann sieht es doch im Moment eigentlich ganz gut aus. Und ich könnte eigentlich auch gleich direkt hier noch eine neue Brutstätte hinzimmern. Ich glaube zwar nicht, dass ich so viele Ressourcen noch brauche, aber ich höre. Möglich ist es. Ihr Lasst folgt uns alle das dieser hinter Drohne. Uns bringen. So. Damit dürfte die sicher sein. Und ich kann bestimmt noch was weiteres, und zwar das. Und das entwickeln wir auch mal noch alles. Ansonsten kann ich ja nichts mehr entwickeln oder kann ich noch irgendwas Neues bauen. Nee, aber ich könnte hier noch einen Spornkrabbler hinstellen. Meralienfeld erschöpft. So, wunderbar, das ist passiert. Der Schwarm schläft nie. Wir sind hier fast fertig. Wir haben nicht viel Zeit. So. Quilgor Biomasse wird angegriffen. Ja, ist mir gerade wurscht. Weil ich habe ja schon 6 von 7. Und da ist mir dieses eine Stück Urzeig-DNA lieber. Beziehungsweise wichtiger, dass ich das noch schnell holen kann. Ah, kann ich hier eigentlich auch noch weiter... Nee, kann ich nicht weiter mutieren. Brauche ich auch gar nicht. Was jetzt? Los jetzt.
Ja. So, sehr schön. Die Schablinge schicke ich mal hier runter. Wer hat dich gefragt? Diese Essenz ist so lebendig. Ich glaube, sie gefällt mir. Quilgor-Biomasse wurde vernichtet. Ja, ist nicht wichtig. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wir sind dem Feind im Kampf begegnet. So, wo ist es eigentlich? Meine Drohne hin, die ist da. Komm gleich, du gleich mal hier rüber. Ja. So, und dann müsste eigentlich dann danach diese Mission eigentlich dann erfüllt sein. Deswegen werde ich jetzt gleich nochmal speichern. Und den Rest der Mission machen wir dann in der nächsten Folge fertig. Dürfte nicht mehr dauern. Dürfte nicht mehr lange dauern. Und dann werden wir mal schauen, was dieser Uralte dann zu sagen hat. Aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn wir dann herausfinden, was dieser Uralte zu sagen hat oder was der überhaupt ist oder was mit dem ist oder was wir von dem lernen können, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich wünsche euch was. Bis denn.